Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Heute mit drei Künstlerporträts, wobei der erste Film das Porträt einer verhinderten Künstlerin ist. Das ist für Sie. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt. Sie waren extrem ehrgeizig. Wahnsinnig ehrgeizig. Vielleicht doch besser Trompete. Es ist Laras 60. Geburtstag. Am Abend wird ihr Sohn, gespielt von Tom Schilling, ein Konzert geben, auch eine eigene Komposition vorstellen. Sie ist gar nicht eingeladen, weil sie hat sich mit ihm, wie mit vielen anderen Menschen in ihrem Leben, überworfen, wird aber trotzdem hingehen. Und gemeinsam mit Lara laufen wir durch diesen Tag, haben viele Begegnungen, die noch einmal klar machen, wie sehr sie ihr Leben vergeudet hat, auch als Künstlerin. Diese große Angst vor dem Scheitern hat dazu geführt, dass sie letztlich gescheitert ist. Dieser Film von Jan-Ole Gerster, der Regisseur von Oh Boy, spielt eben genauso wie der Film davor an nur einem einzigen Tag, aber der ist so verdichtet, exzellentes Drehbuch, gut gespielt, dass man das ganze Leben dieser Frau begreift. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass dieser Film ein Fest ist für Corinna Harfouch. Dieser Film lebt ganz von ihrer ungeheuren Präsenz, auch von der Kühle, von dem, was dahinter lauert, von all den Konflikten. Das kann diese große Darstellerin hervorragend zeigen. In Frankreich würde man für eine Frau wie Corinna Harfouch jedes Jahr mindestens einen solchen Film schreiben. Bei uns ist das eine große Ausnahme und für Lara, einer der besten deutschen Filme des Jahres, gibt es die volle Punktzahl, 5. Trying to learn some things about love. When your woman becomes her own content and you become her content, that's love. Marianne, die Muse von Leonard Cohen, sie ist in einigen Liedern verewigt worden. So Long Marianne, diese Frau gab es wirklich. Sie ist keine Erfindung des großen Singer-Songwriters. Sie war seine große Liebe. Die beiden lernten sich Anfang der 60er Jahre auf der Insel Hydra, Griechenland, kennen. Das war damals das Hippie-Paradies, das Paradies für Aussteiger und Künstler. Und sie erlebten eine ganz heftige, freie, offene Zeit. Es war eine große Inspiration für Leonard Cohen, der sich in dieser Zeit ja auch wandelte vom reinen Romanautor hin zum gefeierten Popstar. Dieser Film von Nick Broomfield zeigt zum Teil unveröffentlichtes Material. Er zeigt uns ganz genau eine Innenansicht dieser Beziehung, die er später scheiterte. Vor allem aber ist es das Porträt von Leonard Cohen über Marianne, würde man in diesem sehr elegant montierten Film manchmal sogar gern etwas mehr erfahren. Der Film zeigt aber auch sehr ehrlich, dass dieses sehr freie Leben auch einen Preis forderte, und zwar meistens von den Mitmenschen. So ist der Sohn von Marianne, um den man sich kaum gekümmert hat, selbst sehr verkümmert, er wurde süchtig, er ist ein einsamer Mensch geworden. Auch das erzählt dieser Film schonungslos mit, der vor allem aber eine Hommage ist an den unvergessenen Leonard Cohen, der nur 3 Monate nach Marianne gestorben ist. Für diesen Film gibt es 4 Rollen. Ich bin stark. Ich bin wild. Ich bin ein Tiger. Ihre Krawatte brennt. Und unser 3. Künstlerporträt. Es geht um einen der ganz wenigen deutschen Weltstars, um Mario Adorf, inzwischen fast 90 Jahre alt, ein Mann mit einer unbändigen Gestaltungs- und Erzählust. Er ist inzwischen ja auch als Autor sehr erfolgreich. Und dieser Film folgt ihm zu wichtigen Stationen seines Lebens. Wir sind in der Eifel, dort hat er eine sehr schwere Nachkriegskindheit verbracht. Wir sind mit ihm in Rom, das ist seine zweite Heimat. Wir erfahren sehr viel über seine unglaubliche Schauspielerlaufbahn, über etwa 200 Rollen, die er gedreht hat. Auch darüber, dass er selbst Gewalt total verabscheut, auch in Filmen. Es gibt Begegnungen mit alten Gefährten, zum Beispiel mit Senta Berger. Die beiden tauschen sich dann Erinnerungen aus über die Zeit in Hollywood. Ein sehr sensibler Film, ein sehr genauer Film, der genau auch das erzählt, was zur Filmgeschichte gehört und wodurch Mario Adorf Filmgeschichte geschrieben hat. Vor allem aber ist es eine ganz unmittelbare Annäherung an seine starke, sehr sensible, sehr eindrucksvolle, fesselnde Persönlichkeit. Das macht den Reiz dieses Films aus und deshalb bekommt der 4 Rollen. Und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.